fast eine ganze Halbzeit abwickeln. Solch ein tolles Spiel habe ich heute hier gesehen. Dann also ran. Wir schauen gleich auf die ersten Szenen hier. Drei Bochumer Szenen gab es eine. Eine haben wir rausgesucht, ganz besonders. Die gucken wir uns an von Mirko Dickhaut hier. Ja, das ist wunderbar herausgespielt. Jetzt kommt eigentlich die Chance erst. Jetzt kommt der Pass. Und dann der Schuss. Das war so ein kleiner Warnschreck eigentlich. Und der ging einen halben Meter dran vorbei. Aber sie spielt unheimlich aggressiv. Ja. Gut, die Türken, wollen wir nicht verheimlichen, haben auch eine Szene gehabt. Und zwar eine ziemlich gefährliche. Für mich war das die Schlüsselszene der ersten Halbzeit. Diese Szene jetzt positiv abzuschließen, bringt eigentlich das ganze Spiel zum jetzigen Zeitpunkt, sag ich mal, für die türkische Mannschaft. Und im nächsten Spielzug sehen wir wahrscheinlich... Hätte er ins lange Eck ziehen müssen? Doch, er musste ihn ins lange Eck ziehen. Diese Kamera ist ein bisschen jetzt verzerrt. Er nimmt die kurze Ecke und da war nur ein Meter. Also da rauft man sich als Trainer die Haare. Dann befreiend das 1:0, das wäre es gewesen. Das war fast im Konter, das war anderthalb Minuten später, glaube ich. Der Libo, sehr dumm von dem Abwehrspieler, das habe ich sehr oft in der Türkei gesehen. Sie gehen auf den Körper drauf und sehen gar nicht, dass der Ball ganz einfach von der Geschwindigkeit her gar nicht zu erreichen. Und wenn, muss er faul spielen. Und das würde natürlich gelb-rot bedeuten bei dem Spieler. Aber ein Riesenschuss. Ein Libero muss so kommen. Und dann ging es eigentlich richtig los. Die Bochumer hatten noch Chancen hier und hätten eigentlich das 2:0 machen können. Ja, sehen wir. Es ist alles drin in dem Spiel. Sie spielen sehr provozierend. Und vor allen Dingen tun die Türken eins, was sie lieben. Sie gucken immer auf den Ball und schauen nicht, wer eigentlich freiläuft. Das ist so eine Mentalitätsfrage bei diesen Spielern. Ist auch schwer rauszukriegen. Ja, war ein wunderschöner Spielzug hier. Klar. Also von Krise kann man im Augenblick gar nicht spüren hier. Nein, das ist bei der Mannschaft, das habe ich vor dem Spiel gesagt, solch ein Spiel kann alles umwerfen. Sie können natürlich am Samstag nicht davon zehren. Heute müssen sie erstmal weiterkommen. Und dann irgendwie ein bisschen überraschend, das 1:1 der Ausgleich. Für mich nicht überraschend, denn die Türken haben hervorragend weiter Fußball gespielt und haben wirklich ihre Chancen immer wieder genutzt, aber sie haben im Endeffekt dann sehr dumm gespielt. Jetzt kommt ein Riesenschuss nochmal von Dickhaut oder Peschel war es, glaube ich. Nein, es war Dickhaut, der übrigens defensiv gegen Abdullah ganz hervorragend spielt. Ja, und die Szene ist noch längst nicht zu Ende, denn... Ja. Alles innerhalb von einer Minute. Zweikampf gewonnen, wieder provoziert nach vorne gegangen. Und jetzt will ich mal fragen, haben wir jetzt das 1:1, den Ausgleich liegt vor, Freistoß von Hami. Ja, das ist eine Szene, die kann man, wenn man im Stadion ist, nur beschreiben. Stickroth steht in der Mauer, der Spieler von Bochum kommt, schickt ihn aus der Mauer raus. Und er erreicht überhaupt gar nicht seine Position, er weiß überhaupt nicht, was mit dem Ball los ist, hat keinen Kontakt zum Spiel und damit ist es eigentlich, da kommt er zu spät. Ich glaube, dem Torwart kann man keinen Vorwurf machen. Er hat den Ball sehr spät gesehen. Ja. Natürlich mache ich dem Torwart einen Vorwurf. So ein Ding muss er halten. Ganz einfach. Schlicht und einfach. Also, schauen wir mal. Der VfL Bochum hatte dann noch eine Chance. Und zwar in der 36. Minute. Ja, das ist aber schon lange abgepfiffen. Der Linienrichter hat sofort reagiert. Und wir stehen heute sehr gut hier. Von meinem Platz aus bin ich genau fast... Jetzt sehen wir es. Achtung. Jetzt kommt der Pass. Und? Abseits. Wir haben hier gestritten, man sieht nur die Füße, die sind auf gleicher Höhe. Der Oberkörper liegt eigentlich schon Richtung Tor und damit abseits. Im Galopprennsport würde man sagen, kurzer Kopf. Aber wenn er jetzt so ein Kopfballtor machen würde, wäre er doch abseits. Ne? Ja, weil du hättest noch viel mehr Chancen, weil du größer bist. Du wärst noch näher dran. Dann schauen wir auf das 2:1, das dann allerdings wirklich Sergi Joran gelang. Und zwar in der 44. Minute. Dort habe ich eigentlich nach dem Tor gesagt, es ist eine Frechheit, so ein Tor zu machen, weil es ist eine Sekunde, ein Hundertstel bei der Glätte des Balles und des Rasens, dass der Ball wegspringt. Man geht am besten mit dem ganzen Körper rein. Fußballerisch fantastisch. Und irgendwie ihm zu gönnen, denn er macht ein prima Spiel hier, Sergio. Ja, natürlich, er macht ein Riesenspiel. Er hat vorher auch schon zwei, drei hervorragende Sachen gemacht. Und was er macht, er führt den Ball sehr eng. Er zwingt immer wieder den Gegner faul zu spielen. Und dann gab es eine ganz dumme Szene, über die wir uns alle geärgert haben. Klaus Toppmöller natürlich, die wollen wir uns gerade noch mal ansehen. Denn der VfL Bochum muss jetzt mit 10 Mann auskommen. Hier. Ja, jetzt kommt von der rechten Seite da. Da spielt man 2 gegen 1 und der Spieler stürzt drauf und vollkommen unmotiviert. Nicht. Total unnötig. Es kann spielentscheidend sein. Rot-Gelb also für Thomas Waldorf. Und noch mal ganz kurz zum Gewinnspiel zu unserer Frage. Wir hatten Sie gefragt, wie viele Spieler des VfL Bochum, haben wir eine Grafik, haben bisher in der A-Nationalmannschaft für Deutschland gespielt? Keiner, einer oder zwei. Und die Telefonnummer noch 190 0 190 36 26. Peschel.
Hofmann. Rechts geht wieder Peschel. Viele, viele Wege. Wahrscheinlich ein Spiel heute, das auch durch die Kondition entschieden wird. Reichel. Wieder Peschel. Juran! Meine Güte, dem gelingt alles heute Abend. Juran, zweiter Treffer. Und im Moment steht der VfL Bochum in der zweiten Runde des UEFA-Pokals. Sollte es bei diesem Ergebnis bleiben. Sergej Juran, sein zweiter Treffer. Ein ganz großes Spiel heute Abend von dem Mann, von dem Klaus Toppmöller hier sagte, er kam in einem bedauernswerten Zustand aus Düsseldorf zu uns. Konditionell ziemlich am Ende. Und Sergej Juran hat er prima hingekriegt. Die Flanke von Peschel. Und hier. Platziert getroffen. Metin schien am Ball. Aber er konnte ihn nicht festhalten. Und noch einmal. Richtig zum Ball gegangen. Schwung geholt, geköpft. So entsteht das 3:1 für den VfL Bochum. Dickhaut und Wosch. Wosch jetzt weit zurück. Klar, sie sind nun mal nur noch zu zehnt. Da muss er aushelfen. Reis. Dickhaut. Eine Kombination wie aus dem Bilderbuch. Und so krönt Mirko Dickhaut seine ganz große Leistung heute Abend. 4:1 für den VfL. Aber hat sich verletzt dabei, denn als alle anderen jubeln, jetzt steht er erst auf und humpelt. Oh, das wäre eine Schwächung, aber feiern wir erstmal das 4:1. Hier. Die klasse Kombination. Der entscheidende Pass von Thomas Reis. Hier. Frei vom Tor. Mirko Dickhaut, der Mann für defensive Sonderaufgaben heute Abend und auch in der Offensive eine Klasse für sich. Heute Abend gelingt all das, was ihnen in der Bundesliga bis jetzt so schmerzlich versagt blieb. Die schießen Tore, das vierte heute Abend. Und wenn Sie es nicht glauben, ich sage es gerne nochmal, der VfL Bochum führt 4:1. Wosch lauert jetzt fast nur noch auf Konter. 3 gegen 3. Reichel. Baluczynski kommt mit und rechts ist Peschel. Kein Abseits. Peschel. Ja! Der beste Spieler auf dem Platz heute Abend, das kann ich ohne Übertreibung sagen, macht das 5:1. Ich wiederhole. 5:1 für den VfL Bochum. Er kann einem leid tun jetzt, denn seine Mannschaft hatte prima begonnen, aber gegen diese Aktionen, vor allem immer wieder von Peschel, waren und sind sie alle machtlos. Auch Torwart Metin. 5:1 durch Peter Peschel. Alle hatten mit einem Pass in den Rücken der Abwehr gerechnet. Dann hat er die Lücke gesehen. Orgün. Misse, Misse. Rechts steht Cetin und Orgün. Und das ist das, was ich vor 5 Minuten sagte. Sie sollten es jetzt da hinten nicht allzu lässig angehen lassen. Jetzt sind es nur noch 2 Tore, die den Türken fehlen. Ein bisschen lässig. Orgün hatte den Angriff eingeleitet. Misse, Misse. Der Schuss. Gospodarek konnte auch diesen nicht festhalten. Gut, dass Bochum ein paar Tore vorgelegt hat heute Abend.
Orgün. Und so langsam wird es doch noch mal ein Spiel mit Gänsehaut und Herzklopfen. Osman eben eingewechselt. Und plötzlich doch noch mal bessere Stimmung hier auf den Rängen. Also das Spiel droht wieder offen zu werden. Ein Spiel, das der VfL Bochum schon klar für sich entschieden hatte. 5:3 und ein Tor. Ein Tor, das Trabzonspor jetzt noch fehlt. Ein Tor und aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore wären die Türken in der zweiten Runde.